nicht den Anfang vergessen. Ich werde ihn nicht vergessen. Okay, gut. Willkommen zum vermutlich letzten Part von Phantasmagoria 2, Labor des Grauens. Ja, Domi, ich weiß, es ist traurig. Ich weiß, weil du den Shisha-Schlauch hast. Ja, dann rauche ich noch gar nicht gezogen. Ja, vorher sind wir an. Also, go, Shisha. Genau, dieser Teil könnte eventuell länger werden wie die anderen, beziehungsweise es könnten vielleicht mehr Teile werden, weil wir werden das Spiel jetzt einfach in einem Rutsch durchspielen. Wir sind schon auf der letzten CD. Mhm. Das ist auch der Grund, warum ich sage, ich spiele es jetzt einfach durch, weil wir haben bis jetzt immer einen CD-Wechsel gehabt, grob pro Upload-Charge. Und das führen wir jetzt einfach sofort. Wir laden bei weiter 5. Und die... Wie heißt die Alte, die erschossen, die gestorben ist? Genau, die Therese ist gestorben. Therese, genau. Im SM-Club wurde mit ihrem eigenen Blut zu Tote elektrisiert. Und Tote? Jetzt steht natürlich wieder die I can speak English perfectly Polizistin bei uns im Raum. Wieso schaue ich dich dabei an? Ich weiß es nicht. Wir stellen uns jetzt mal dem Verhör. Was ist mit dir passiert? Ich bin sicher, das wissen Sie. Verdammt, ich hab's nicht getan! Ich denke doch, Sie Arschloch. Ihre Verhaftung ist nur noch eine Frage der Zeit. Ich hoffe nur, sie erfolgt rechtzeitig, bevor sie ihr nächstes Opfer schlachten. Sehr freundlich. Ich mochte Therese. Ich hätte sie niemals töten können. Niemals. Das erstaunt mich. Sie beide hatten ja eine ungewöhnliche Methode, sich gegenseitig Gefühle zu zeigen. Bitte, Detective. Ich will wissen, was mit ihr geschehen ist. Da wäre eine ganze Menge aufzuzählen. Wenn Sie die Kurzfassung hören wollen, jemand hat sie zuerst aufgehängt und dann gebraten, und zwar in ihrem eigenen Blut. Ich krieg ihn. Wer immer das getan hat, ich krieg ihn. Ich bin sicher, die braven Bürger werden besser schlafen, jetzt wo Sie das sagen. Oh, wir können Blob verwenden. Was suchen Sie da? Ich glaube, meine Ratte ist abgehauen. Finden Sie sie, bevor ich sie finde. Kekes Grinsen? Wie bist du aus dem Käfig rausgekommen? Wie hast du das geschafft? So. Sie sollten sich an Paul Warner halten. Der steckt hinter all dem. Er schreckt vor nichts zurück, um dieses Schwellenprojekt zu retten, was immer es sei. Ach so? Tja, dann werde ich ihn wohl schleunigst verhaften. Oh, nur für die Akten. Woher haben Sie diese Informationen? Von Außerirdischen? Raus hier! Machen Sie, dass Sie rauskommen! Gut, aber ich komme wieder, Sie Hurensohn! Ich komme wieder und nagle Ihren Hintern an die Wand! Ja, die meint's langsam ernst, die gute Frau. Erotisch. So, wir sind angezogen, gucken mal wieder in den Spiegel, wie jeden Morgen. Jausa. War das er? Echt, bist du erschrocken? Wegen deiner scheiß Tastatur. Neue Bücher vielleicht wieder. Neue Bücher und die Musik ändert sich auch in ein bisschen was Mysteriöseres. Ich kann mich rüberdrehen, aber ich kann die Bücher nicht anschauen. Und das auf dem Tisch liegt auch nichts, also das Buch da. Nee. Gut. Ich schaue mal kurz, ob ich Dr. Haberg anrufen kann. Nichtsdestotrotz. Ich habe die Visitenkarte gar nicht mehr. Nett? Oder habe ich das jetzt übersehen? Nee, ich habe die gar nicht mehr. Okay. Gut, dann schauen wir einfach mal, ob wir Post haben. Danach geht's ab zu Wintec, weil wir haben Post. Wo ist die Post? Die müsste längst gekommen sein. Toll. Wintec. Wusa. Wintec.
Ha. Interessant. Gut, mal auf zu Wintec. Ach stimmt, der hat er wieder verloren. Verdammt, ohne Brieftasche kann ich nicht weg. Gut, wir gehen immer noch nicht zu Wintec. Natürlich wahrscheinlich wie immer unterm Sofa. Nicht mal. Oder Blob hat sie direkt gefressen. Weißt du, was ich gesehen habe? Darauf kommst du nie, Blob. Eine Sekunde lang dachte ich, du hättest dich in ein Ungeheuer verwandelt. Ich hab dich lieb, Blob. Und was auch passiert, ich sorg dafür, dass sich jemand um dich kümmert. Wir brauchen trotzdem diese scheiß Brieftasche. Schauen wir mal in die Schublade, vielleicht liegt sie da. Ja, super. Was für ein Rätsel. Gucken wir mal ganz kurz. Ah, da habe ich jetzt auch meinen Ausweis und die Visitenkarte von Dr. Harburg. Ruf mal sie trotzdem an. Ich versuch's mal kurz, was sogar funktioniert, ja. Wusa! Ich muss sofort mit Dr. Harburg sprechen. Ich habe große Probleme und ich... Ich verstehe. Einen Augenblick, bitte. Hier, Dr. Harburg? Doktor, hier ist Curtis. Ich habe Probleme und muss sie sehen. Es geht um Therese. Sie ist ermordet worden und ich... Aber um Gottes Willen, rufen Sie nicht Dr. Merrick an, der steckt auch dahinter. Die stecken alle dahinter. Und ich... Oh Gott, Doktor, ich muss sie sehen, ich muss sie... Ist ja in Ordnung, Curtis. Kommen Sie gleich rüber. Ja, gut. Ja, okay. Trisha, können Sie den Sicherheitsdienst verständigen? Ein Patient ist auf dem Weg hierher. Er hat eine schwere psychotische Krise. Aber bitte, hindern Sie ihn nicht daran, reinzukommen. Sagen Sie dem Sicherheitsdienst nur, er soll sich bereithalten. Mach ich, Doktor. Wundert mich, dass eine Privatärztin einen Sicherheitsdienst hat. Ehrlich gesagt. Schon strange. Was hat die jetzt mit ihrem komischen Kopfhörer? Ja, pass auf. Das Ding ist verwanzt. Sieh einen an. Oh, Scheiße. Merrick. Du verfluchter Spion. Verdammter Schweinehund. Er hatte recht. Er gehört mir! Dr. Harburg? Könnte da nur passiert sein. Ja, Lebensgefahr dürfte eigentlich passen, oder? Ja, das passt in dem Fall auch. Na gut, machen wir Lebensgefahr. Lebensgefahr. Ist noch schlimmer. Schauen wir kurz den Tisch an. Jetzt gucken wir mal hinter den Tisch. Irgendwo muss er ja sein. Wunderschöne Arbeit, Curtis. Einfach spektakulär. Der gute Doktor ist wirklich dein Meisterstück. Ich war das nicht.
Es wäre nicht möglich, ich war gar nicht hier. Du hast nicht deine Hände benutzt, Curtis. Das war nicht nötig. Du benutzt deinen Verstand. Deinen kranken, verdrehten, mörderischen Verstand. Fang es! Fang das Ding! Oh Mann! So, ich sterbe jetzt einfach mal für euch. Mach aber ein zwei nochmal den Lebensgefahr. Na gut. Ist egal, ich kann dann ihn wiederholen. Relativ unspektakulärer Tod. Die sind allgemein in dem Spiel nicht sehr spektakulär. Die eigenen also Tode. Die eigenen Lust. Tode, die anderen schon. So, die Zwischensequenz haben wir schon gesehen. So, was muss ich hier nochmal genau machen? Ich weiß es gerade gar nicht. Muss ich einfach warten? Nee, ich glaub's eigentlich nicht. Konntest du nicht irgendwie was verwenden? Auf dem Tisch irgendwas verwenden, ne? Oh weh. Oh weh, oh weh. Hui, das wird jetzt spaßig. Ich weiß es nicht mehr. Doch, 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 da ging's doch gerade eben. Ich Idiot. Wo? Ah, Moment. Ich hab's gerade eben gesehen mit dem Mauszeiger. War das die Tür, oder? Ich konnte hier, genau. Einfach rausrennen. Okay. So, mal zu Wintec. Bisschen arbeiten, ne? So, ich glaube, ich gehe jetzt trotzdem erstmal ganz normal ins Büro. Joss. Keiner da. Ich könnte meinen Arbeitsplatz verwenden. Trevor ist nicht da und Therese logischerweise auch nicht, denn sie ist ja gestorben. Super Bob, logisch. Ich gucke jetzt mal meinen Arbeitsplatz. Wegen Mails gerade. So, mit dem Computer können wir nicht sehr viel anstellen. Außer mit ihm zu reden, ne? Erinnerst du dich nicht an mich, Curtis? Ich bin ein Teil deines eigenen verdrehten Verstandes. Gib doch einfach auf. Lass mich nur machen. Du wirst sehen. Dann geht es dir viel besser. Es tut mich weh. Nur ein wenig. Nein! Jetzt geht's nicht. Ja, Mails und so sind nicht... Ah, Blob kannst du angucken. Ja, ich kann Blob angucken, aber das ist ja nichts so. Neues, ja. Ich geh jetzt mal an meinen Arbeitsplatz. Oder ich guck jetzt mal, was beim Warner vielleicht abgeht. Kommst ich brech so rein. Wieder mal ein. Du kommst sogar so einfach rein. Ja. So, loggen wir jetzt mal bei unserem Chef ein. Aber zuerst als Curtis Craig. Ich nehme so lange die Wasserpfeife. Vorsicht, fliegende. Ah ja, genau. So. So. Therese B. Warum hast du mich umgebracht, du Hurensohn? Antwort. Trevor B. Vergiss Wintec. Vergiss Wintec und hau sofort ab. Marianne Curtis, das ist wahrscheinlich seine Mutter. Bald sind wir wieder vereint, mein Liebling. Mein Monster, mein Kind. Bald werden wir auf ewig zusammen sein und dann kann ich dich umbringen. Du mordende Missgeburt.
Ich reiß dir deinen Scheiß, dein schwarzes Herz aus dem Leib, bald. Bald, bald. Ja, ich hab mich verlesen, Tommy, ist ja gut. Curtis Craig an sich selbst, gesundheitliche Bedenken. Lieber Curtis. Ich scroll schon mal ein bisschen. Ich glaube, wir sollten uns lieber jetzt sofort ins Krankenhaus befördern. Der nette Dr. Merrick kümmert sich um alles. Da müssen wir nicht mehr denken. Wir müssen nichts mehr fühlen. Wir müssen nur noch entspannen und Thorazine nehmen. Wenn wir genug davon nehmen, fühlen wir nicht mal die Skalpelle. Und die Elektroschocks. Er hat versprochen, dass es nicht so schrecklich wehtun würde. Ich vertraue ihm. Du nicht? Beeil dich, Curtis, bevor wir noch jemanden umbringen. Dein Freund, Curtis. So, das war's mit den Mails. Ich glaube. Schublade? Nee, da ist nichts. Weil ich bin jetzt der Meinung, dass wir, wenn wir rausgehen und hier rüber was passiert. Jo. Trev, du hast mich höllisch erschreckt. Hör zu. Ich habe das Netzwerk der Firma geknackt. Lass die Finger davon. Es ist übel. Das kann ich nicht. Ich kann nicht aufgeben. Du verstehst nicht, Curtis. Ich habe Zugang zu sämtlichen Dateien. Ich weiß alles. Die stellen illegale synthetische Drogen her. Curtis, die haben schon früher Morde begangen. Oh mein Gott. Ich verständige die Polizei. Das ist der Job nicht wert. Aber Curtis, ich möchte, dass du dich da raushältst. Ich will nicht, dass dir was zustößt. Curtis. Du weißt, ich liebe dich. Ja, ich muss sagen, dass ich fand's auch am meisten schade, dass Trevor gestorben ist, weil den mochte ich eigentlich auch am liebsten. Der war eigentlich von den ganzen Charakteren irgendwo der sympathischste. Ja. So, wir gucken mal seinen Leichnam an. Und ich glaube, wir können jetzt eine Keycard nehmen, wo wir dann unten... Moment. Nicht meinem Kraftes. Du siehst ihn wieder. Mit gestärktem Kragen und wachsender Nase. Und mit Rahmen gewickelter Schnauze. Genau, seine Keycard nehmen, damit wir unten im Keller diese Sicherheits diese Tür aufmachen können.
Ach stimmt, ja. Der, wo wir keinen Zutritt dazu hatten. Richtig, genau. Wo gesagt worden ist, tritt ein, P.A. Warner. Bevor wir jetzt aber in den Keller gehen, schaue ich nochmal ganz kurz, ob Traumbaum und ich glaube zwar, dass Borderline nicht geht, aber vielleicht ein Traumbaum. Nein. Das bedeutet, wir müssen jetzt schon runter. Gegen Keller. So, und Trevor seine Karte können wir sicherlich da genauso verwenden. Naja, er hat ja Zugriff zu alles. Zu allem. Eben. Und wer sich im letzten LP erinnert, ich habe gesagt, dass es am Ende recht komisch wird, liegt an der Art und Weise, wie die Umgebung dargestellt wird, weil die ist nicht mehr gefilmt wie hier, sondern computergerendert. Also so CGI-Graphics. Und es sieht halt, ja, für heutzutage, für heutige Verhältnisse extrem billig und scheiße aus. Aber was soll's? Wurscht. Wir müssen den Code nicht mehr eingeben, oder? Ich denk's nicht. Lebensgefahr wieder oder was anderes? Nennen wir es mal. Ganz kurz zu spoilern, aber das kommt eh gleich. Another World. Ist übrigens auch ein tolles Spiel gewesen. Achso, wir müssen jetzt mit dem Computer reden. Rosette war das, genau. Wie? Warum? Wann? Wir stehen nicht tritt ein und spricht, das wollen wir genau. Die Sequenz haben wir schon gesehen. Das so. Können hier nämlich Trevors Ausweis wetten. Bei unserem Ausweis wurde Alarm ausgelöst. Hä? Ach Gott. Ach Gott. Ich speichere nochmal, weil ich habe keine Ahnung, was da jetzt... Was das heißt? Ui? Fragezeichen? Okay. Also das erste scheint schon mal richtig gewesen zu sein, oder? Das war nicht richtig. Ich weiß nicht, warum wir jetzt diesen Käfer anklicken mussten, aber... Es geht auf jeden Fall weiter. Das war strange. Sohle? Hallo Paul Warner, wir waren nicht erfolgreich beim Versuch, die erforderlichen Bestandteile synthetisch herzustellen. Wir brauchen kleine Mengen lebendigem Gewebe, je mehr umso besser. Mehr bitte. Das sieh mal einer an. Keine Bewegung. Ich wünschte so sehr, es wäre nicht so weit gekommen, Curtis. Der da eben mit mir gesprochen hat. Kreaturen aus der Dimension X natürlich. So, wir verwenden mal den P.A. Warner. Sie haben meinen Vater getötet, nicht wahr? Er wurde zu einem Sicherheitsrisiko. Nicht jeder von uns verkraftet es, menschliche Wesen für wissenschaftliche Experimente zu verwenden. Dreckiges Schwein! Weißt du, dein alter Herr hat nie erfahren, dass er seinen Jungen nicht wiederbekommen würde. Ich glaube, das war gut so. Sonst hätte er bestimmt noch früher die Nerven verloren. Nochmal?
haben Sie, Warner? Erinnerst du dich nicht mehr? Ich habe den armen Kleinen da reingetan. Und er kam nie wieder raus. Was rauskam, warst du. Du bist ein Imitat. Du bist eine Nachbildung deiner selbst, das die Wesen auf der anderen Seite zusammengebaut haben aus Schleim und toten Ratten. Dazu ein klein wenig Hirngewebe von Curtis. Und deinem Vater habe ich irgendwas von einem schrecklichen Unfall erzählt. Und er hat mir geglaubt, weil er mir glauben wollte. Nein. Doch. Ich fürchte, so ist es. Vor einem Jahr hast du angefangen, dich zu erinnern. Deshalb haben wir dich ins Irrenhaus gesteckt, um dich zu überwachen. Ich sollte wohl sagen, um dich noch besser zu überwachen. Schließlich haben wir dich immer überwacht wie ein Versuchskaninchen. Von dem Augenblick an, als dich jene Wesen über die Schwelle gespuckt haben. Wo bin ich? Und wo ist er? Erlauben Sie bitte, dass ich mich vorstelle. Curtis Crane, stets zu Dienst. Mein Gott, das ist unmöglich. Du lächerlicher und erbärmlicher Protoplasma-Klecks. Was du hier siehst, ist eine Manifestation, eine Verkörperung des Hasses und der Verachtung, die ich für dich empfinde. Das hier ist mein menschlicher Körper. Sieh ihn dir an. Eine widerliche, verklumpte Masse, die das Leben aus den Körperteilen von Leichen gesogen hat. Diese abstoßenden, groben, amorphen Glieder, bestehend aus lebendigen Zellen, die sich von selbst erneuern, sich zu beliebigen Formen kombinieren lassen und sich mit den perversen Aufgaben beschäftigen, die Warner ihnen gibt. Und niemand hat mich je berührt. Oh Gott, das tut mir so leid. Ach ja, tut es dir leid, dass mein Körper eine ekelerregende Missbildung ist? Tut es dir leid, dass ich seit 20 Jahren nicht mehr geschlafen habe? Ich war wach, Curtis, und hab dich beobachtet. Ich habe Kräfte aufgebaut, um dich zu zerstören. Du hast mir das Leben genommen, jetzt nehme ich mir deins. Nicht, wenn ich vorher das verhindern kann. Richtig. Tu's! Na, er will's nicht tun. Es war nicht mein Fehler. Ich hab dir das nicht angetan. Ich bin selbst ein Opfer. Oh, Miss Baby, deine Pein wird bald zu Ende sein. Sobald dein Geist zerbricht, gehört dein Körper mir. Ich hatte dich schon fast damals in der Anstalt. Ja, fast. Nein, nicht! Es ist Zeit für dich zu gehen! Sag deinen Verstand an mir! So, jetzt aber schnell! Der Kopf aus seiner Mutter, oder? Ja. So, aber gedacht hat, das war's. Jetzt kommt diese komische Stelle, die ich meinte. Was wir jetzt tun müssen, ist, wir müssen den wahren Curtis Craig finden, der damals auf die andere Seite geschickt worden ist. Von P.A. Warner. Naja, wobei ich finde, so schlimm schaut es jetzt nicht aus. Ja, aber... Also für mich jetzt. Es ging heutzutage schon besser, aber ich meine, man sieht schon, dass der Hintergrund ein bisschen... Ach Gott. Das wird noch ein Spaß. Ja, hier gibt's einen Haufen komische Rätsel, die ich bis heute nicht so richtig verstehe. Dimension X. Ein bisschen abgedroschen ist es ja, ne? Genau, ich glaube, diese Alien-Viecher kann ich irgendwie einsammeln. So. Ach, wir haben kein Inventar mehr. Richtig. Aber ich glaube, ich kann nicht alle einsammeln.
Das kann ich noch nehmen. Kann ich das Viech nehmen? Genau, die kann man irgendwie, glaube ich, jetzt miteinander kreuzen im Inventar. Aber wenn man die falsch kreuzt, dann werden die zu kleinen Monster, die einen fressen. Das wird noch ein Spaß. Ziemlicher Spaß wird es noch. So, da geht's bloß wieder hoch, da geht's hinter. So, wenn ich hier jetzt reinlaufe, wenn man mein Bild sieht, genau. Mach mal einen Speicher da. Dann sterbe ich. Wie immer relativ unspektakulär. Ich kann Felix hat die eigenen Tode hier halt, ne? Irgendwie bestimmte Aliens miteinander mischen, wie gesagt, aber schon mal Star rauskommt. Wie heißt dieses Spiel nochmal? Nichts Gesundes jedenfalls. Das war auf jeden Fall falsch, ja.